Herzlich willkommen hier auf meinem deutschen Kanal. Heute bei mir hier in Monaco, Felix Laden, kennt ihr natürlich alle schon, ja, riesen YouTube-Legende hier in Deutschland. Also heute machen wir Supercar Challenge in Monaco. Das ist der erste Punkt. Dann. Justin und ich arbeiten hier zusammen in Monaco. Er ist der große Erfinder der zwei Challenges heute und auch der Spielregeln. Bitte erklär uns allen mal, wie es abgeht. Supercar Spotting Challenge. Ihr zieht unabhängig voneinander los. 45 Minuten Zeit. Wir treffen uns am Hafen hinterher. Ihr versucht so viele Autos wie möglich zu finden und macht aber eine Top 3. Und am Ende treten die Top 3 Autos gegeneinander an. Quartettmäßig. Zweiter Teil der Challenge ist, Simulator fahren. Wir haben zur Auswahl einen GT-Simulator oder einen Formel 1-Simulator. Der Gewinner kann aussuchen. Da Felix ja ein bisschen mehr zu Hause ist in GT, Nico in Formel 1, werden die bestimmt das aussuchen, wo sie sich besser fühlen. Und dann geht's los. Sehr cool. Sehr gut, alle Klarheiten gleich. Wo ist die Startlinie? So, Felix, ich habe das erste Hypercar gefunden, aber riesen Pech, weil Garage gilt ja nicht. Schau mal an. Nee, Schatz, aber damit fahren wir jetzt rum und dann kannst du es auch gleich mal benutzen, wenn wir gleich switchen in einer halben Stunde. Aber ich starte jetzt damit mal durch. So. Warte, GT2. Ich glaube, ich habe gewonnen. Porsche GT2 RS. Das sieht man nicht sehr oft, davon gibt es sehr, sehr wenige. Also ich glaube, da bin ich mal erstmal richtig weit vorne. Das ist natürlich ein mega, mega cooles Teil. Dann haben wir hier noch einen Phantom am Start. Hier ein Maybach, Mercedes Maybach. Und hier haben wir einen Tuesi. Na? Guten Tag. Wie sieht's aus bei euch? Ah, ganz okay. Also, ich glaube, ich bin in Führung. Oh Gott, hast du irgendwas super Spezielles gefunden? GT2 RS. Nein, der ist vor uns auf der Straße zufällig rumgebogen. Ah, okay, aber ich habe, weißt du, was ich habe? Was denn? Ich habe einen 488 Pista Ferrari. Ist, würde ich sagen, GT2 RS. Außerhalb vom Schaufenster oder im Schaufenster? Außerhalb vom Schaufenster. Echt, weil wir haben im Schaufenster. Außerhalb ist aber echt cool, das ist stark. Ja. Boah, das ist immer eng auf dann. Ne? Aber mir fehlt noch was super Besonderes hier. Ja, das ist aber schon nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Aber ihr seid gut unterwegs hier. So, wir tauschen jetzt, oder? Sehr gut, ja, gerne, gerne. Oh, da darf er nicht hin. Oh, voll illegal. Guck mal, voll in die Einbahnstraße. Voll in die Einbahnstraße. Guck mal, da darf er gar nicht hinfahren. Was er nicht weiß, ist, dass ich hier mit dem Knopfdruck seine Reise beenden kann. Hier mache ich seinen Motor aus. Hier ein cooler Panamera Hybrid. Das ist natürlich einer meiner Favoriten dann antriebstechnisch. Wie komme ich hier raus? Hier gleichzeitig rausschieben. Das? Und dann rausschieben und den Hebel. Ah! Da kommt man aber nicht rauf. Flügeltüren hier. Aber macht doch Spaß, oder nicht? Ja, voll Spaß, voll das ist ein cooles Ding. Hat super viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Ja, genau. Aber ich habe damit nur noch ein Auto gefunden. Aber das war, glaube ich, das Beste, was ich gefunden habe. Nämlich ein Mercedes. Also, mein erstes Auto ist dieses schöne Exemplar hier. Was nimmst du? Ich nehme GT2 RS. Porsche GT2 RS, guck, was ich habe. Einen 720S Spider. Wer gewinnt da? Ja, da habe ich gewonnen. Ich glaube auch, da hast du gewonnen. Ein Punkt für Nico. Ich habe dann als zweites, das ist ein bisschen boring, aber ich weiß gar nicht, ob die Regeln sagen, dass ich zweimal das gleiche haben kann, aber ich habe nochmal ein GT2 RS gesehen. Ja, gut. Die sind aber voll selten, ja. Also, dass man zwei in einem Tag sieht und der war noch voll anders lackiert. Also könnt ihr schauen, der ist echt cool gewesen. Das ist ein geiles Auto auf jeden Fall. Man muss doch wohl zählen, oder? Ich weiß nicht, warum nicht? Ich habe einen Ferrari 488 Pista. Und also Kathi, du musst ein Voting abgeben. Ja. Okay, extrem unparteiisch, da es zweimal dasselbe Auto bei dir war, ist das natürlich interessanter. Nein, es geht nur um was vorher passiert ist. Also, es geht nur um Auto gegen Auto. Nee, also da muss ich jetzt schon nochmal sagen. Justin darf jetzt noch was dazu sagen. Du darfst auch noch voten. Ich probiere rauszufinden, wie die Stückzahl ist von dem einen wegen den anderen. Ja, da hat Pista weniger. Der Pista hat gewonnen! Okay, sehr gut. Dann haben wir 1-1. 1-1, das heißt, das letzte Auto entscheidet. Jetzt müssen wir beide nochmal gucken, was wir hier als letztes Auto auswählen. Ich habe einen Mercedes SLR das mit Brabus-Tuning. Das ist sehr besonders. Und mit Brabus, das ist noch seltener. Das ist stark. Also da mit Flügeltüren richtig, mit den Scherentüren, die richtig aufgehen.
Da ist bei mir Ende. Ich habe nur ein GT3. Du hast nur Porsche gefunden. Hier fährt alles Mögliche rum. Du hast nur Porsche ausgewählt. Dann gewinne ich dann 2-1 oder wie ist das? Damit hast du gewonnen, ja? Nein. Damit erste Competition gemacht. Und dann geht's jetzt los in den Simulator. Und du darfst dir aussuchen, entweder GT fahren oder Formel 1. Dann fahren wir mit dem GT-Simulator. Und sogar McLaren jetzt doch, oder was? Nee. Ja, McLaren GT4. Jetzt ist das nicht euer Ernst, oder? Ja. Boah, nicht, dass ich hier voll abluse jetzt. Nein. Das ist jetzt echt nicht lustig. Bisschen weit raus, ne, Nico? Ja, meinst du? Glaubst du, Nico hat irgendeine Chance gegen dich? Ja, auf jeden Fall, er ist Formel 1 Weltmeister. Also auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv Rennen fährt, der weiß schon, wie sich ein Auto anfühlt, wie er es bewegen muss, wie er schnell um den Kurs rumkommt. Und Paul Ricard ist ja auch schon gefahren. Aber natürlich habe ich einen kleinen Vorteil dadurch, dass ich da gerade erst in echt gefahren bin. Die Strecke sieht aber minimal anders aus. Die wurde ja vor anderthalb Jahren umgebaut. Oder vor einem halben Jahr sogar erst für die Formel 1. Also mal schauen. Also ich glaube nicht, dass ich gewinnen kann gegen ihn. Aber mit der Strecke kann ich auf jeden Fall ein bisschen näher rankommen. Mann, ey, das ist schwierig. Was war meine schnellste Runde? 2.18.3. 2.18.3. Tut alles weh. Selbst Simulator. Ja, aber ich preis mich dann so rein. Ja, ist aber. Ich gebe dann alles. Ja. Ich gebe dann alles. Aber ist cool, also macht Spaß. So, jetzt hat Felix übernommen. Ich habe Zeit gesetzt, 2.18.3. Jetzt ist er dran. Also er kann es wirklich schaffen, ja, weil er ist natürlich jetzt die ganze Zeit da gefahren im Test und fährt auch viel Simulator und so. Aber ich sehe schon, mit der Bremse tut er sich erstmal relativ schwer. Aber das sieht schon ganz gut aus. Bin gespannt. Das sieht richtig gut aus. Eieieiei. Ja, der bremst so viel später als ich. Ja, okay. Zu spät. Ja, okay. Deswegen, deswegen bremst er später als ich. Oh. 18. Weg noch! Ah, komm, letzte Runde! Runde! Ich glaub's nicht! Oh Mann! 18. 18.1.3.9! Oh, was hattest du? 18.3! Gewonnen? Ah, yes! Ja, Spiel! Also das ist leider immer noch nichts für mich. Zweiter werden. Aber naja. Aber ich sagte, mein Pista war entscheidend, weil mein SLR war entscheidend, weil dadurch konnte ich entscheiden, dass wir hier mit dem McLaren fahren. Da hatte ich jetzt natürlich ein bisschen Heimvorteil hier. Und das macht keinen Unterschied, das ist auch trotzdem noch total anders, oder? Also macht keinen Unterschied. Ich fahre zu Hause auch mit dem Simulator, aber da ich eine VR-Brille auf. Und da finde ich, komme ich irgendwie besser mit klar, aber ist auch Gewöhnungssache als hiermit. Aber, also hiermit die Bestätigung, Felix ist echt saugut drauf im Rennwagen. 2/10 hat er mir gegeben. Das ist zwar echt Mist, aber okay. Muss ich mitleben. Aber echt gut gefahren. Also ich habe zugeschaut natürlich, war schon stark, ja. War echt gut. Hat auch richtig Spaß gemacht. War gut. Da kann ich jetzt nicht behaupten, aber okay. Ich fand's mega. Ich bin ja ein fairer Sportsgeist, deswegen gehe ich jetzt für dich eine Trophäe suchen. Ja, weil daneben haben wir den Automobilclub. Aha. Dann schaue ich mal, ob sie mir eine leihen. Mal schauen, ich renne mal dahin, damit du dann ganz schön da, weißt du, eine hochhalten kannst, okay? Das machen wir jetzt mal. Hier ist nämlich der Automobilclub von Monaco. Oh nee, zu, scheiße. Mann. Da wird keiner kommen. Oh, guck mal. Oh, Monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, il n'y a pas de problème. Ça va? Excusez-moi, j'ai un faveur à demander. On est en train de filmer au RS Room à côté. Oui. Juste un trophée pour célébrer la fin de n'importe quoi. Quelque chose pour célébrer la fin de la course. Der macht jetzt hier gerade extra die Lichter an. Das war jetzt voll Zufall. Ich habe einfach mal geklopft. Merci beaucoup. Ça va, ça? Fantastique. Oui, sinon... Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Je reviens dans 5 minutes. Hein. Wo hast du die jetzt hergeholt? Ich habe einfach mal geklopft. Und zufällig war der, keine Ahnung, irgendwer war da, hat aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir noch mal eine Trophäe, bitte. Dann hat er jetzt hier einmal eine gegriffen. Das ist so ungefähr die legendärste von Monaco, vom Rallye. Also Monte Carlo. Die hat er mir einfach mal so in die Hand gedrückt. So, dann hast du jetzt hier eine Trophäe. Da kriege ich richtig Ärger. Die ist von 1902, glaube ich. Also da kriege ich richtig Ärger. Krass.
Also ich habe mich jetzt wieder erholt von meiner Niederlage. Aber wenn ihr Felix noch nicht kennt, ein paar von euch vielleicht nicht, schaut mal auf seinen YouTube-Kanal, auch Felix Laden. Top-Rennfahrer mit seinem McLaren GT, viel Action. Könnt ihr mal reinschauen, wie es so ist für einen YouTuber, hauptberuflich, wie das so ausschaut. So, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Mich interessiert halt auch, weil ich selber mit YouTube anfange und was weiß ich. Du machst das hauptberuflich. Wie verdient man denn mit YouTube seinen Lebensunterhalt?